herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality von der Grünfelder Land im Harvester. Ich mache hier noch ein bisschen Hackschnitzel. Damit wir unsere Produktion wieder auffüllen können. Karton muss ich auf jeden Fall, glaube ich, auffüllen und den Rest. Folge Varuna, hallo. Hallo, Richter. Ich wollte mal fragen, wie es mit meinem Führerschein aussieht. Ob Sie da schon was ermittelt haben? Nö, hab ja gesagt, das dauert. Ja, weil für mich, wie gesagt, der MPU muss laut Gesetz. Ja, sie haben hier Widerspruch eingelegt. Ja. Ja, müssen wir warten, bis das Bundeszentralregister sich wieder bei Ihnen meldet. Okay, wann wird das ungefähr sein? Nicht vor nächste Woche. Okay, das ist wahrscheinlich nächste Woche. Vermutlich. Okay, schönen Tag noch. Bis dann, tschüss. Was der sich vorstellt. Das ist eine Behörde, die arbeitet nicht so schnell. Ja, dann überlegen, ob wir hier irgendwie Wiese machen sollen oder so. Aber das bringt mir eigentlich auch nichts. Ups. Und für Schönheitsarbeiten habe ich im Moment eigentlich auch gar kein Geld. Muss ich dann mal gucken. So. Und dann stelle ich den mal da hinten ab. Der Name wollte sich auch melden, ne? Auf den Eiche habe ich eigentlich richtig. Ja, Herr Müller, hier kann ich helfen. Ja, Ihr Chef wollte sich bei mir melden. Ja, genau, wegen dem Angebot, oder? Ja, aber warum muss ich jetzt hier anrufen? Ja, der Marlon ist gerade in der Besprechung mit dem Herrn Racex und das Angebot kann ich Ihnen auch gerade schnell sagen, wenn ich mich nicht verrechne. Aber warum muss ich anrufen? Ja, das fragen Sie nicht mich. Ich bin ja gerade doch, weil Ihr Chef hat gesagt, jemand von Ihnen ruft mich an. Ja, dann entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Sei das Geld. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, was eigentlich nicht vorgekommen sein sollte, dann würde das insgesamt mit Steuern 20.935,20 € machen. Wie viel? 20.985,20 €. Mit eigenen Maschinen oder mit meinen Maschinen? Mit eigenen Maschinen. Ist das irrelevant? Das ist irrelevant, aber wenn wir die Maschinen da haben, dann nehmen wir eigentlich unsere eigenen. Jetzt brauche ich den Preis nochmal. 20.935,20 €. Hm. Okay, tschüss. Tschüss. Hey, da bin ich beim A. Bin ich Millionär oder was?
ist ja nicht normal. €20.000 nur fürs Ansehen. Na, wie funktioniert denn der Stufe-Anhänger jetzt nochmal? Schlimm. Ich schaff's nicht daran zu fahren, ey. Was ist denn los hier? Ich glaube, ich muss mir doch mal überlegen, ob ich nicht doch ein Förderband irgendwie hier hinstelle. Mir ist schon länger was durch den Kopf gegangen. Ja, schieß los. Und zwar, also es hat was mit dem Gemeinderat zu tun. Und zwar, ob das legitim wäre. Ich meine, wir haben ja zurzeit kein Taxiunternehmen bzw. keine Personenbeförderung. Hm. Ob ich das per als Nebenberuf bzw. auch Bereitschaft mal so machen könnte. Nee, dass du hauptberuflich hier als Taxiunternehmer nicht überleben kannst, das ist anzunehmen. Ja, also. Also, Beruf und dann halt auf Bereitschaft, wenn keine Kunden da sind und alles, weil ich muss mir halt ein paar Standbeine aufbauen, mal. Hast du nicht genug? Es ist halt einfach so, dass ich, gerade wenn zum Beispiel auch Lieferschwierigkeiten sind und ich Kunden nichts verkaufen kann, dass ich dann ja auch irgendwie Geld verdienen muss, beziehungsweise ich ja nicht weiß, irgendwann wird hier auch die Nachfrage sinken. Hm. Deswegen will ich mir Standbeine aufbauen. Einfach um für die Zukunft gerüstet zu sein. Jo, kannst du mal einen Antrag einreichen? Ja, ich werde einen Antrag schreiben. Jo. Nächste Woche. Brauchst halt auch einen Personenbeförderungsschein, ne? Ja. Aber. Den kannst du bei mir machen. Ja, was kostet es? 7.000. Ja, muss ja sehen. Ist ja Investition in die Zukunft. Ja. Gut, dann. Kann die auch in 6.000. 6.000 geht auch. Ja, okay. Kennt okay, dann schreibe ich bis nächste Woche einen Antrag. Jo. Tschüss. Gut, bis dann. Tschüss. Jeder will an allem verdienen. Ist halt so. Dann verdiene ich halt da auch noch ein bisschen dran. So, ich bringe jetzt mal die Hackschnitzel noch zur Kartonproduktion und zur Papierproduktion und dann hoffe ich, dass irgendwann demnächst mal noch Produktionen verkauft werden. Dass das endlich mal auch ein Abnehmer findet, das was ich da mache. Mal irgendwie bisher habe ich nicht wirklich was davon.
könnte mir überlegen, ob ich mir einen. Achso, aber der war, glaube ich, so teuer, gell? So ein Gabelstapler. Das wäre was. Ich könnte den MF hochstellen an die Kartonproduktion. Das wäre was. Könnten wir machen. Wenn ich den MF hochstelle, brauche ich noch einen Frontlader mit Gabel und einem Gewicht. Das wäre eine Idee. Und ich werde wahrscheinlich gleich mal das Zeug gleich zum Ding stellen, zum Wald, dass das schon dort steht. Den Anhänger kann ich auf dem Rückweg schon dort lassen. Oh oh, haben wir schon 10, 18 Paletten, ey. Hä, ist das voll? Nee, ist leer. Warum kann ich das da nicht abladen? Den falschen Knopf gedrückt. Mist. Und Leerpaletten brauche ich hier und da drüben glaube ich auch. Wasser. Hier noch knapp 20.000, hier noch 10.000. Das passt eigentlich. Hier drin wenden kann. Ja, schon ein bisschen knapp. Doch, nö, ganz locker easy. Ja, warte mal, ich muss noch Steuern zahlen. Das sollte ich nicht vergessen. Geld an Hof. 4.000 für das Stroh. Habe ich natürlich nicht vergessen. So, gut, aber warte mal. Jetzt mache ich einen kurzen Telefonat mit dem Jürgen. Hallo? Jürgen, ich bin's, Volker. Moin. Hi. Du, ich hätte ein Anliegen an dich. Und zwar muss ich mir beim Händler einen Frontlader, ein Gewicht und eine Palettengabel bestellen. Ja. Was dann zusammen mit meinem neuen alten MF zum Kartonwerk, zur Zellulosefabrik müsste. Ja. Ja. Dann würde ich dir gerne bei dir einen Auftrag geben.
Hallo, Herr Ja. Rasek. Oh, Moment, die Polizei ist da, Volker. Ja, und die können auch kurz warten. Ja, willst du ein Angebot haben oder was? Jo, bitte. Transportpreise liegen bei 2000 flat. Brutto, netto. Netto. Mit Steuern, allem drum. Mit oder ohne? Mit. Dann ist aber brutto, Jung. Ist alles drin. Ja. Alles drin, komplett. Ja, aber netto wäre dann 2000 plus Steuer und so. Also 2000 alles zusammen. Ja. Ja. Müsstest aber mein MF am Hof holen und das Zeug beim Händler. Komm rein. Gut, dann organisiere ich das beim Händler. Jo. Gut, danke, tschüss. Jo. Oh, was gibt es, meine Herren? Dann. Hallo? Ja, ich bräuchte mal kurz oder lang ein Angebot. Warten Sie, dann mache ich gerade bei mir mal das System klar. Oh, jetzt haben die hier gesperrt, ey. Ja, kann sein. Und zwar sagen Sie mir doch mal, um was es sich handelt. Jo. Machen wir gleich. Gut. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.